Moinsen, liebe YouTuber, ich möchte euch heute einfach mal meine komplette Hardboxen-Sammlung vorstellen. Kleine, so auch als große. Black Emmanuel, eine Frau für alle Fälle, von X-Rated in der Erotik-Box. Als nächstes haben wir hier Suspiria in der schönen Lederoptik von 84 Entertainment. Dann haben wir hier als nächstes Dario Argento Tenebrae von XT Video in einer großen Hardbox. Limitiert auf 500 Stück. Ich habe die Nummer 98. Dann kommen wir hier zu einem, ich kann das immer nicht aussprechen, wie der Film heißt. Das Böse wird Schaden in Vendetta im Director's Cut. Film ist sehr gut. Haben wir hier Ghost House, limitiert auf 666 Stück. Die Nummer 19. Ich korrigiere mich, die Nummer 433. Als nächstes haben wir hier City Inferno, die menschliche Fackel auf 333 Stück limitiert. Ich habe Cover-Variante B. Kommen wir hier zum nächsten Film. Black Emmanuel, Revolte im Frauenzuchthaus. In einer großen Hardbox. Das ist die Cover-Variante A, denke ich mal. Denke ich mal. Dann haben wir hier Cracker Jack in einer ungekürzten Langfassung in einer großen Hardbox. Da haben wir die Cover-Variante A. Ein solider, cooler Actionfilm. Haben wir hier Blood Angel 2, eine deutsche Produktion. Das Remake von Ich spuck auf dein Grab. Das Ding ist limitiert auf 1000 Stück. Ich habe die Nummer 772. Kommen wir hier zu Halloween 3 in der schicken kleinen Hardbox von der Red Edition. Haben wir hier den Film Madness in der Uncut-Version, limitiert auf 1000 Stück. Haben wir hier Detroit 9000 in einer kleinen Hardbox, auch ein solider, cooler Actionstreifen. Wir hier Night of the Living Dead von Eric Fosberg, okay, von der Red Edition, eine kleine Hardbox. Als nächstes haben wir hier Der Teufel tanzt weiter von Error Video. Das ist das Cover, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das müsste das Cover A sein. Haben wir hier den Film Maniacs von CMV Laser Vision. Cooler Actionstreifen. Haben wir hier Dschungel Mission Willkommen in der Hölle in einer kleinen Hardbox. Hier Dämon Wind, Tanz der Dämonen von Arrow Video auch.
Hier haben wir das Covermotiv A. Wird Zeit, dass der Film endlich mal runterfliegt vom Verbot. Bad Boys, Bad Toys in der Red Edition, kleinen Hardbox. Hier haben wir eine kleine Trashperle. Den Film habe ich schon gesehen. Ist megamäßig gut. Dann haben wir hier Zombie 3 von Lucio Fulci in der Extended Director's Cut. Ja, in den Film von Boris Karloff, Alien Terror, leider in der geschnittenen Fassung. Dann haben wir hier Father's Day in der 6er Disc Edition. I'll Never Die Alone. Zombie 4 in einer Hardbox. Dann haben wir hier Ghost House 3, ein Umberto Lenzi-Film. Mark of the Devil, Hexenbiss aufs Blut gequält. Und die blonde Göttin der Kannibalen haben wir hier in der unzensierten deutschen FSK 18 Kinofassung. Film ist so, naja, geht so. Und dann haben wir hier noch Beyond Reanimator. Ein Repack ist das auf 150 Stück limitiert. Ich habe die Nummer 100. 9 in der Uncut Edition. Ja. Und dann haben wir hier noch mal was ganz Kurzes. Das war's.